Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Fraktion begrüßt es, dass es uns gelungen ist, uns auf einen gemeinsamen Antrag, wenigstens mit SPD, Bündnis 90 Grünen und Kasseler Linken zu einigen, in dem der Bedeutung der Klimakrise für das Überleben der menschlichen Zivilisation und auch im Besonderen unseres Zusammenlebens hier in unserer Stadt Rechnung getragen wird. Der Paradigmenwechsel, auch in der Kasseler Kommunalpolitik, der damit zum Ausdruck kommt, ist fundamental, wenn wir die Warnsignale ernst nehmen, die auch in unseren Breiten mittlerweile kaum zu übersehen sind. Wenn nicht sofort begonnen wird, die fossilen Treibhausgasemissionen massiv zu reduzieren, wird das Ziel der Pariser Weltklimakonferenz, die Erwärmung deutlich unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad zu halten, verfehlt. Und damit würde die Menschheit riskieren, eine irreversible, sich selbst beschleunigende, extreme Erwärmung auszulösen, die nicht mehr aufgehalten werden und die langfristig fast alles Leben auf unserem Planeten auslöschen kann. Die Klimakrise stellt schon heute eine humanitäre Katastrophe, insbesondere für die stark gefährdeten Menschen im globalen Süden, dar. Kriegerische Konflikte, Flucht, Vertreibung und Migration sind die Folge. Nur mit der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels lässt sich diese soziale Notlage begrenzen. Und diese lässt sich nur erreichen, wenn bis 2037 eine weltweite Klimaneutralität erreicht ist. Unübersehbar ist jedoch auch, dass die beginnende Klimakatastrophe grundlegend unser globales Wirtschaftssystem und die darauf begründete Lebensweise in Frage stellt. Denn wir kommen an einen Punkt, an dem deutlich wird, dass Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit Ziele sind, die unvereinbar sind mit einer kapitalistischen Ökonomie, die auf dem Zwang zum permanenten Wachstum sowie der Produktion und Distribution von Waren als Tauschwert und Selbstzweck basiert. Es stellt sich also grundlegend die Frage, wie wir leben, arbeiten, die Produktion und Reproduktion des materiellen Lebens organisieren können im Rahmen einer ressourcenschonenden Postwachstumsökonomie, deren Ziel die Befriedigung legitimer sozialer Bedürfnisse aller ist und nicht steigende Renditen für wenige. Auf der Ebene der Kasseler Kommunalpolitik ist uns wichtig, dass wir nicht bei Symbolpolitik stehen bleiben. Daher tragen wir einerseits den gemeinsamen Antrag mit, halten zugleich aber auch an unserem eigenen, weitergehenden Antrag fest, der ein konkretes Maßnahmenpaket und verbindliche Kontrollmechanismen zu seiner Umsetzung fordert. Auch die Stadt Kassel muss ihren Beitrag leisten und die im Stadtgebiet anfallenden Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren. Die Einhaltung der Klimaziele kann nur dann gelingen, wenn alle Beteiligten wissen, welche Anstrengungen in ihrem Bereich zu leisten sind. Und daher müssen Sektorziele eine wichtige Stütze der kommunalen Klimaschutzbemühungen darstellen. Aber konkrete Reduktionsziele allein sind wirkungslos, wenn das Verfehlen dieser Ziele nicht sanktioniert wird. Bereits 1991 hat sich die Stadt Kassel dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2010 zu halbieren. Das integrierte Klimaschutzkonzept von 2012 sah dann wiederum vor, die Treibhausgasemissionen auf 2,5 Tonnen pro Jahr und Einwohner zu reduzieren. Und beide Ziele sind seit ihrer Verabschiedung weitgehend ignoriert worden. Daher brauchen wir verlässliche und wirksame Kontrollmechanismen. Wirksame Klimaschutzmaßnahmen manifestieren sich auch in einer einschneidenden Wende, unter anderem in der kommunalen Verkehrspolitik. Und dazu gehört für uns die Debatte um den deutlichen Ausbau des ÖPNV, verbunden mit dem Umstieg auf ein umlagefinanziertes System des Nulltarifs in Bus und Bahn, sowie dem massiven Ausbau des Radwegenetzes und die Zurückdrängung des motorisierten Individualverkehrs. Viele Maßnahmen, die in diese Richtung gehen, werden letztlich in der breiteren Debatte der Kommunalpolitik mit den neu entstehenden sozialen Bewegungen zu konkretisieren sein und sind deshalb nicht explizit Teil unseres Antrags. Ich halte sie gleichwohl für unvermeidlich. Wenn man tatsächlich ernsthaft Auswege aus der klimapolitischen Sackgasse sucht, in der auch wir hier in Kassel uns befinden. Unser Antrag kommt nicht von ungefähr. Er greift die Forderungen auf, die von einem Bündnis von Initiativen, Gruppen und Bewegungen der Zivilgesellschaft in Kassel erarbeitet wurden. Dieses Bündnis besteht unter anderem aus Extinction Rebellion Kassel, Klimarecht, Gerechtigkeit Kassel, Fridays for Future Kassel, Ratentscheid Kassel, Initiative Nahverkehr für alle, Divest Kassel, Greenpeace, BUND, Seebrücke, Sozialer Friedensdienst, Forum Gewerkschaften, Friedensforum etc. etc. Viele Menschen in dieser Stadt, junge und alte, Schülerinnen und Gewerkschafterinnen, Nahverkehrs- und Umweltaktivistinnen haben sich angesichts der Bedrohung durch den Klimakollaps auf einen gemeinsamen Weg gemacht, um breite gesellschaftliche Mehrheiten für einen radikalen Wandel in der lokalen Klimapolitik zu erreichen. Wir unterstützen diesen Weg
und die vom Klimabündnis formulierten Ziele und Forderungen und rufen auch die anderen Fraktionen auf, diese nicht zu ignorieren. Die Zustimmung zu unserem Antrag wäre ein Schritt in diese Richtung. Danke.